Vorbereitungen laufen hier vor dem Mainzer Rathaus. In gut 3 Stunden schließen die Wahllokale. Und vor der Wahl ist nach der Wahl, denn wenn um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen haben, dann wird es die ersten Hochrechnungen geben. Die werden dann hier im Rathaus natürlich auch präsentiert. Im Foyer finden diverse Wahlpartys der Fraktionen im Mainzer Stadtrat statt. Die wollen sich natürlich, wenn es Grund zu feiern gibt oder vielleicht auch einen Grund zum kleinen Frustsaufen, möglichst gut vorbereiten, haben deswegen hier schon mal die Örtlichkeiten bestellt. Da werden dann im Rathaus, im Foyer verschiedene Partys mit Bildschirmen, aber auch natürlich mit Feuchtgetränken und für das leibliche Wohl, also auch zu essen, ist gesorgt. Die werden da den ganzen Abend verbringen. Um 18 Uhr kommt nämlich die SWR-Umfrage. Das sind die ersten, die quasi so mal einen Fingerzeig dahin gehen, wo die Richtung hingehen könnte. Fest steht schon jetzt, dass sich eine enorm hohe Wahlbeteiligung im Vergleich zu den Vorjahren abzeichnet. Ich habe mir hier mal einen schlauen Zettel gemacht. Stand 11 Uhr sind dieses Jahr für den Stadtrat 32,2% schon Wahlbeteiligung. Das wird erstmal eingeordnet, wenn man sich vor 5 Jahren anguckt. 2009 waren es nämlich nur 24,9. Das heißt, mehr als 8% Wahlbeteiligung um 11 Uhr höher als vor 5 Jahren. Das hat sich aber auch schon abgezeichnet, wenn man sich die Briefwähler anguckt. Denn dort haben fast 44.000 Leute bis Freitagabend Briefwahl beantragt. Das ist auch, sind mehr als 12.000 Leute im Vergleich zu vor 5 Jahren. Das heißt, dass das Wahlinteresse oder das Interesse an dieser Kommunalwahl, aber natürlich auch an den Ortsbeiräten und schließlich der Europawahl höher ist als vor 5 Jahren. Ja, wie geht's aus? Das wird ein enges Rennen. Prognosen sind hier schwer. Man kann davon ausgehen, wir können ja mal so ein bisschen hier schon Richtung Wahlparty gucken, man kann davon ausgehen, dass die CDU wie in den letzten 2 Jahrzehnten wieder eine gewichtige Rolle spielen wird. Ob sie stärkste Fraktion bleiben, hängt von ein paar Faktoren ab. Zum einen muss man natürlich gucken, können sie ihr Wahlergebnis halten, aber auch, wie wirkt sich bei der SPD der Ebling-Effekt im Vergleich zum Bundestrend aus. Bundespolitisch zieht es die SPD ja ein wenig nach unten. In Mainz waren die SPD hier immer noch eine feste Bastion, auch durch die Beliebtheit des Oberbürgermeisters Michael Ebling, der heute zwar nicht zur Wahl steht, aber natürlich trotzdem ein Faktor für die SPD sein könnte. Dritte Frage, die Grünen bundespolitisch im Moment so ein bisschen im Hoch. Robert Habeck war im Wahlkampf einige Male hier in Mainz, hat mächtig getrommelt. Einige der Grünen liebäugeln sogar damit, eventuell in einer Neuauflage der Ampel stärker als die SPD werden zu können und sie zu überflügeln. Ob es eine Ampel wieder gibt, wie in den vergangenen beiden Legislaturperioden, hängt maßgeblich davon ab, wie auch die FDP abschneiden wird. Die Affäre um Christopher Sitte, Harald Strutz, der als Personenstimmenfänger nicht mehr antritt, weiß man jetzt nicht, so was die FDP, die im vergangenen, vor 5 Jahren 5% hatte, jetzt einbringen könnte in eine eventuelle Neuauflage der Ampel. Deswegen weiß man am Ende nicht, hat die Ampel wieder die Mehrheit im 60-köpfigen Stadtrat, um eine neue Auflage beschließen zu können. Kann, wenn die CDU zulegen bzw. stärkste Fraktion bleiben sollte, geht es wieder ohne die CDU, die in den letzten beiden Legislaturperioden auf der harten Oppositionsbank Platz nehmen musste? Oder kriegt die CDU mit einem starken Ergebnis doch wieder einen Fuß in die Regierungsbank? Es hängt natürlich auch ein wenig davon ab, wie die AfD, die vor 5 Jahren relativ gemäßigt hier im Stadtrat vertreten war, abschneiden wird. Das kostet nämlich unterm Strich bei den 60 Sitzen im Stadtrat natürlich immer Mehrheitsmöglichkeiten, je nachdem, wie stark die AfD hier vertreten sein wird. Das alles werden wir um 18 Uhr sehen, wenn die SWR Prognose hier im Rathaus, wie gesagt, wir können es nochmal zeigen, dort geht es rein ins Wahllokal bzw. ins Foyer, dort werden die verschiedenen Wahlpartys stattfinden. 18 Uhr kommt die Hochrechnung des SWR. Die eigentlichen Ergebnisse sind später von der Stadt zu erwarten. Gegen 19 Uhr, 19:15 Uhr kommt die Europawahl. Später werden die Ortsverstehergebnisse, die vorläufigen Trends eintrudeln und um 21 Uhr wird die Stadt das erste Mal einen Trend für das Stadtratsergebnis bekannt geben. Wir werden den ganzen Abend für Sie hier im Rathaus auf Stimmenfang gehen, Reaktionen einfangen und Sie natürlich auf dem Laufenden halten.